Hallöchen! Hallo! Wir sind dem Winter in Deutschland entflohen und das machen aktuell auch ziemlich viele, denn ja, es ist kalt in Deutschland und wir sind jetzt in Thailand, das perfekte Reiseziel, um dem, ja, der Kälte in Deutschland zu entkommen. Und wir wollten mit euch unsere Erfahrungen mit der Airline Saudia Airlines teilen, denn wir haben uns im Vorfeld auch ein bisschen informiert und für uns ist es immer sehr interessant, wie ist das Essen, wie ist das Entertainment-Programm, wie ist der Service und ja, das erzählen wir euch jetzt. Kommen wir erstmal dazu, warum wir uns für Saudia Airlines entschieden haben. Ja, lag einfach am Preis im Vergleich zu den anderen Airlines, mit denen wir sonst immer geflogen sind, Qatar, Etihad, Emirates. Lag es pro Person so um die 200 Euro günstiger, also das ist schon eine ganze Menge, die man sparen kann und deswegen haben wir uns natürlich auch gefragt, ja, wie ist der Service, wie ist alles drum und dran und erstmal können wir dazu sagen, dass aktuell, wir haben jetzt gerade Anfang Dezember 2022, fliegt Saudia von Frankfurt, vom Frankfurter Flughafen, vom Terminal 2 ab. Der Terminal 2 in Frankfurt hat halt nicht ganz so viel zu bieten wie der Terminal 1, wie der große Terminal. Das heißt, man ist schon mal bei der Auswahl vom Essen, vom Shopping und sowas ein bisschen eingeschränkt, was aber für uns jetzt eigentlich nicht kein Problem. Schlimm ist und auch kein Problem war, genau. Wir sind mit einem Zwischenstopp nach Thailand geflogen und zwar hatten wir einen Zwischenstopp in Jeddah. Bis dahin von Frankfurt sind es 5,5 Stunden. Ja, genau. Und dementsprechend war die Maschine jetzt auch nicht so groß, also das heißt 3-3, ne? Ja. Also relativ klein. Und was wir sagen können ist, wir waren begeistert, also das Entertainment-Programm war super, der Service war klasse und das Essen war gut. Ich konnte sogar im Vorhinein vegetarisches Essen bei der Buchung angeben und das habe ich auch bekommen und es war sehr lecker. Ja, und wir dachten zuerst, als wir die Maschine gesehen haben, oder als wir reingegangen sind, 3x3 Sitze, dachte man, vielleicht haben die überhaupt ein Entertainment-Programm drin, weil es sah allzu klein aus, aber ja, war top modern auch eigentlich, muss man sagen. Ne? Ja. Viel Auswahl an Filmen, an Serien, an Spielen, an allem möglichen, allerdings nichts in Deutsch, das muss man dazu sagen. Kann man sein Englisch ein bisschen aufbessern, ist gar nicht so verkehrt. Und ja, aber ansonsten, wie gesagt, Essen war echt auch top. Ne? Mhm. Und ja, von daher schon mal, also kein Abzug, würde ich mal sagen. Allerdings, was man zum Essen sagen muss, ist, dass, also ich persönlich fand es auf jeden Fall so, dass zum Beispiel die anderen großen Airlines, die wir vorhin schon erwähnt haben, die waren ja schon ein Ticken besser, muss man ganz klar sagen. Aber da würde ich jetzt nicht diesen großen Preisunterschied festmachen. Also wir haben lecker gegessen, wir sind satt geworden. Das sind halt so Kleinigkeiten, die bei anderen Airlines vielleicht ein Ticken besser sind, ne? Ja. Und wen es interessieren sollte, uns hat es nicht interessiert, Saudia ist eine saudi-arabische Airline und sie schütten keinen Alkohol an Bord aus, fanden wir jetzt nicht schlimm und würden da auch nicht unser Kriterien drauflegen, dass wir das dann nicht mehr buchen würden oder so. Nun zum Flughafen in Jeddah, wo wir unseren Zwischenstopp hatten. Ganz kurz, das liegt auch in Saudi-Arabien. Also nur mal so zur Information, nur so zur Information. Man macht halt einen Zwischenstopp in Saudi-Arabien dann. Genau, das ist, war Jeddah. Und der Flughafen ist super modern. Allerdings gab es kein WLAN. Uns sagte man, das würde im Moment nicht funktionieren. Aber irgendwie hat auch einfach dieses, also man könnte sich einloggen und dann hätte man einen Code auf sein Handy gekriegt, den wir nie bekommen haben. Ja. Und wenn man natürlich einen längeren Zwischenstopp hat, wir hatten jetzt knapp 4 Stunden, dann ist das vielleicht ein bisschen blöd. Oder man bereitet sich halt schon darauf vor und weiß es, dann ist es vielleicht nicht ganz so tragisch. Zudem gab es nirgendwo Stellen, wo man Wasser auffüllen konnte. Und obwohl der Flughafen sehr modern ist, gab es super wenige Steckdosen komisch ausgestattet, sagen wir es mal so. Ja, also falls einer zuschaut vom Flughafen in Jeddah, gibt es auf jeden Fall Verbesserungsbedarf, um das den Reisenden diesen Zwischenstopp einfach angenehmer zu gestalten. Ja. Der zweite Flug von Jeddah nach Bangkok hat 7,5 Stunden gedauert und war eine größere Maschine, wahrscheinlich weil der Flug einfach länger gedauert hat. Und da hatten wir 3+3+3 Sitze. Genau, ja. Und der war genauso top wie der erste, also können wir auch nichts gegen sagen. Auch da habe ich mein vegetarisches Essen bekommen. Und auch der Service war wieder total super. Man hat sogar so ein kleines Kit bekommen mit Socken, Schlafmaske, Oropax und so, Zahnbürste. Also das haben wir auch bei den größeren Airlines, wie eben erwähnt, schon bekommen.
Von daher kann ich da jetzt nichts Negatives zu sagen. Ja, also war echt einfach ein Top-Flug. Zeit ging auch wie im Flug rum. Wir haben aber auch viel geschlafen, muss man dazu sagen. Aber wir hatten allerdings eine Verspätung von Jeddah aus nach Bangkok. Ich glaube fast eine Stunde. Ja. Aber ja gut, ich meine, wir hatten jetzt keinen Anschlussflug, den wir kriegen mussten oder sowas. War also nicht tragisch und hat alles gepasst. Also von daher zu, sag ich mal, Saudi Airlines können wir auf jeden Fall empfehlen. Ja, würden wir wieder mitfliegen. Würden auf jeden Fall wieder mitfliegen, ja. Kommen wir nun noch zu einer Sache, die auch immer interessant ist, wenn man Flüge separat bucht. Und zwar, einige Airlines bieten es an, dass man direkt einen Zug zum Flug buchen kann. War jetzt bei Saudi ja nicht der Fall. Aber davon auch nicht abschrecken lassen, denn die Deutsche Bahn hat teilweise echt gute Angebote, was auch ICE-Fahrten angeht. Nur mal als Beispiel für uns, wir haben jetzt für unsere Tickets von der Eifel über Köln mit dem ICE dann nach Frankfurt Flughafen 25 € pro Person bezahlt. Das ist wirklich ein super Preis, wenn man bedenkt, wenn wir von der Eifel bis nach Köln, das sind 60 km, wenn wir da schon knapp 13 € bezahlen. Daher einfach mal immer reingucken. Wir haben auch geguckt, also es gibt auch wesentlich teurere Tickets, gab es. Aber das ist auch von der Uhrzeit abhängig und einfach ein bisschen durchgucken. Und wie gesagt, wir waren überrascht, dass es so günstig geht. Freunde haben sogar jetzt zu zweit 35 € bezahlt, also 17,50 € pro Person. Ich glaube, es das macht ist, auch Wahnsinn. Was aus, dass man vielleicht früh genug guckt und die Züge früh genug plant. Genau, von daher einfach mal nachgucken, was man da für Angebote findet. Allerdings haben wir jetzt auch erlebt, plant euch auf jeden Fall genug Puffer an Zeit ein. Denn Deutsche Bahn ist nicht immer pünktlich, so war es bei uns jetzt auch. Wir hatten knapp oder über 40 Minuten Verspätung, wo wir auf unseren ICE warten mussten. Und, ich glaube, jeder Zug, der da ankam, hatte Verspätung. Ja, wenn man da dann halt wirklich nur dieses Zeitfenster einplant, dass man 2 Stunden vor Anflug, vor Abflug am Flughafen ist, dann kann es schon mal sehr, sehr stressig werden. Also plant euch da auf jeden Fall genug Zeit ein, dass es ganz entspannt alles vonstatten läuft. Sag mal so, ne? Vonstatten geht, glaube ich. Vonstatten geht, okay. Ihr wisst, was ich meine. Hoffentlich keine Deutschlehrer dabei. Ja. Ansonsten würden wir es aber, glaube ich, nochmal mit der Bahn machen, wenn die so günstige Angebote haben. Aber wie gesagt, um Zeit und Nerven zu sparen, früh genug losfahren und dann ist alles easy. Ja, und das soll es auch eigentlich jetzt schon gewesen sein. Wir hoffen, wir konnten euch ein paar Tipps geben bezüglich Saudia. Weil wir finden es immer schön, wenn wir viele Informationen von so einer Airline bekommen im Vorhinein, damit man keine bösen Überraschungen hat nachher. Und von daher. Nochmal zum Schluss. Absolute Empfehlung. Ja, auf von jeden uns. Fall. So, und wir machen uns jetzt auf in den Großstadtdschungel von Bangkok. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Ciao, ciao.